Donnerstag, es ist Feiertag und es ist 7:30 in der Früh. Also, wir hassen aufstehen, aber wir gehen jetzt biken. Ich werde heute unterwegs sein mit der Verena und der Celine. Mit der Celine war ich letztes Mal schon gefahren. Wir machen uns jetzt noch ein geiles Frühstück. Schaut euch einmal diesen Ausblick da an. Und schaut euch einmal an, wie geil das Frühstück da wird. Die Mädels sind brav vom Herrichten. Hi Celine. Hallo. Hallo Verena. Schreibt mal in die Kommentare, wart ihr schon in Innsbruck mal fahren? Wart ihr schon einmal auf der Mutteralm? Schreibt es mir. Also, wir haben jetzt ordentlich gefrühstückt und fahren jetzt mit zwei Autos auf die Mutteralm. Das sind circa 15 Minuten von Innsbruck City da hoch mit dem Auto. Ist voll okay. Wir haben es jetzt endlich geschafft in die Gondel auf der Mutteralm. Da herinnen hat, keine Ahnung, es fühlt sich an wie in einer Sauna. Die Rosi ist auch dabei. Rosi, ciao! Und sind wir noch immer motiviert? Voll geil. Immer. Ich freue mich schon. Wir sind jetzt am Berg. Fertig angezogen. Und werden da jetzt gleich einmal los. Hey, check! Yay! Und geht! Lauf, lauf, lauf! Mit Kuhscheiße. Einmal. Bei mir ist das schon eingetrocknet. Aber ihr habt es eh gesehen. Zum Schluss ist einfach die Weide. Und man fährt zwischen den Kühen. Okay. Okay. Go. Danke. Check. So. Zweite Abfahrt ohne Rosi. Das ist einfach echt zu hart.
Sechste. Oh, es ist so heiß. Verena. In dieser Gondel ist echt kein Sauerstoff. Aber es ist saugeil. Also der Trail ist echt so cool zum Fahren. Das ist der Grund für die Kuhscheiße auf unseren Rädern. So. Keine Ahnung, die wievielte Abfahrt ist das eigentlich? Bestimmt fünfte. Ich glaube mehr. Mehr? Viel mehr. Viel mehr, zumindest 7 oder 8. Mindestens. Mindestens. Verena, erzähl doch mal von der App Strava. Strava. Beste App der Welt. Das muss man haben. Das muss man haben. Das GPS funktioniert mit GPS. Du kannst den Berg runterfahren und alle anderen, die Strava nutzen, können sich mit dir quasi da betteln, wer den Berg am schnellsten runterfährt. Das ist spannend. Sprich, das sind Strecken gespeichert, auch in Parks. Und es zählt halt aber nur die Abfahrt von Anfang bis Ende. Das heißt, man muss einfach entweder durchfahren oder keine Ahnung. Nein, du kannst auch Teilstücke machen, aber meistens hast du ein ganzes Segment von oben bis unten. Und wenn du da richtig gut sein willst, musst du halt alles durchfahren. Ich habe von der App vorher noch nichts gewusst, noch nie gehört. Habt ihr das? Braucht man das wirklich? Nichtsdestotrotz, trotzdem rücksichtsvoll fahren. Auch wenn ihr gerade ein Segment jagt. Schaut mal, wie geil. Geiler See. Ein Ausblick da ins Tal. Wir gehen jetzt schwimmen. Wir sind jetzt bade-ready. Rosi, gehst du mit? Es ist so kalt. Ja, es ist scheiß kalt. Und kaum so. Oh, geil. Gipfel. Komm her. Sie weiß schon. Ja. Wir müssen lernen. Oh. Oh. Nein! Nein. Sieh mal. Oh, Schatzi. Jetzt ist schon richtig angenehm. Komm rein. Do it. Juhu. So geil, oder? Geil. Die Celine kann eben nicht, leider, wegen ihrem frisch tätowierten Fuß. Schau, super! Ja! Ausnahmsweise mit der Gondel runter, einfach weil es für die Hose sonst zu anstrengend wird. Kurz Bike waschen und dann geht's weiter zum Franz. Und